Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu meinem nächsten Video von Blind Whisky und begleitet mich, wie ich Whiskys erlebe, erfahre und bewerte. Wie erlebe ich sie? Ich mache Blindverkostungen hier auf diesem Kanal. Und wie bewerte ich sie? Ich sage ganz einfach, was wäre ich denn bereit für diese Flasche denn auszugeben? Jetzt noch eine kleine Anmerkung. Die Preise, die ich natürlich in meiner Liste habe, sind von dem Zeitpunkt, wo ich diese Flasche gekauft habe. Das heißt, wenn diese Flasche jetzt mittlerweile 10 Euro, 20 Euro teurer ist, dann ist das auch nicht drin. Ich versuche auch, wenn ich sie zum Beispiel in einem Sonderangebot gekauft habe, eher den Listenpreis oder den üblichen Preis zu diesem Zeitpunkt zu nehmen. Ein Spezialversender, der vielleicht 20% günstiger ist, dann ist es halt so. Aber das kann ich natürlich hier aktuell nicht tracken und das werde ich auch nicht tracken, sondern es zählt einfach das, was ich in meiner Liste drin habe, das, was ich damals bezahlt habe, beziehungsweise das, was zu diesem Zeitpunkt als Standardpreis eigentlich erhältlich ist. Ja, dann wollen wir mal loslegen. So, das ist die 70. Haha, wie einfach. Das ist nämlich diese Flasche hier. So, 70. Dann wollen wir mal starten. Hoffentlich habe ich hier einen netten Whisky. So. 70. Also es ist ein rauchiger Whisky. Sehr rauchig. Frucht. Hat eine schöne Komponente, doch. Sehr schöne Komponente. Beerig. Und der Abgang, fast schon Schokoladen, rauchig, klar, aber nicht wirklich pfeffrig. Ganz leicht prickelt es auf der Zunge. Das war jetzt mal so eine kurze, schnelle Sache. Erster Eindruck, ziehe ich erstmal durch. Doch, durchaus ein Whisky, der... ich habe ja letztens den Lagavulin gehabt, den ich nicht so toll bewertet habe. Den hätte ich jetzt zum Beispiel fast als Lagavulin betrachtet, aber der kann es nicht sein, denn der ist aktuell nicht in dem Kasten mehr drin. Also der Rauch ist so ein bisschen medizinisch. Aber ich habe da auch eine schöne Süße, eine Fruchtigkeit dabei. Also das kann ich mir vorstellen, dass in diesem Whisky auf jeden Fall eine Sherry, also eine Sherry-Rauch-Kombination, das ist eine Kombination, die ich sehr gerne mag. Im Moment kommt jetzt dieser Rauch bei mir ein bisschen intensiver. Er spottet mich regelrecht ein bisschen. Und er wird medizinischer. Ich kann ihn nicht wegdrücken. Alkoholgehalt. Sag ich mal 40%. So, dann probieren wir es nochmal und vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen. Also, er ist vorne, kommt die Süße rein, an der Seite merke ich halt den Rauch, das leichte Prickeln. Dann mit der Zeit setzt eine dunkle Schokoladen-Mokka-Note ein, die dann sehr
immer intensiver wird. Beim Abgang wird dieser Grundgeschmack bleibt erhalten, ist ein sehr, ja, sehr rauchig, sehr, also hat eine Fruchtkomponente. Wie alt könnte der sein? Also 12 Jahre wird da sein. Ich könnte sogar mich fast darauf hin, ach, weiß nicht, ob ich sage 15 sogar. Es könnte ein bisschen hart, also zu weit sein. Er hat auf jeden Fall schönen Körper, schön voluminös. Was fehlt mir denn an dem? Sage ich mal, ein bisschen mehr rumgespult, ein bisschen die komplette Zunge von oben bis unten. Da wird er ein bisschen pfeffrig. Was könnte er sein? Der Baumor 15? Sowas vielleicht. Lecker. Oder ist es ein Talisker? Aber welcher jetzt? Weiß nicht, ob ich den schon im Programm habe. Naja, den einen habe ich nicht im Programm. Talisker, Talisker, Talisker. Der ist, ja, ist rauchiger. Aber den Zehner habe ich nicht so als nicht so süß empfunden. Aber von dem Rauch her passte schon. Lecker, auf jeden Fall. Ich sage mal, Talisker. Preis. Schwer zu sagen. Ich gehe heute mal ein bisschen höher. Ich sage mal 45 Euro. Er hat wirklich eine schöne Grundkomponente. Alles so drin. Oder ist es eher 40? 45, 40. Was fehlt mir eigentlich für eine 45? Da müsste noch ein ganz kleiner Kick irgendwo mehr sein. Obwohl er hat alles, was ich gerne beim Rauchigen haben möchte. Süße mit einem Rauchnote, die kräftig ist, durchaus kräftig sein darf. Aber die Süße das Ganze nach oben trägt. Ich sag doch 45 Euro. So, 45 Euro. Ich sag mal, sollte 12 Jahre alt sein. Könnte auch ein bisschen älter sein. Baumor glaube ich nicht. Ich glaube, der ist nicht so rauchig. Für den Rauch, schau mal. Ich glaube nicht, dass er. Nee, der ist der eher 10 Jahre alt. Weil der Rauch ist noch sehr stark zu spüren. Und wenn der Strauch stark zu spüren ist, kann es eher ein jüngerer Whisky sein. Und ich glaube, es ist eher ein jüngerer Whisky. So, wollen wir auflösen. Also, ich sage, was sage ich, 45 Euro? 45 Euro. Ich wäre bereit, dafür 45 Euro auszugeben. Ich glaube aber, dass er günstiger ist, weil er eigentlich ein 10-Jähriger ist. Ja, 10-Jähriger, wenn es der Talisker, ich weiß gar nicht, was der kostet. Ja, 40, ich sag doch 40, 40 Euro. 40 Euro. So, dann wollen wir auflösen. So, dann wollen wir mal gucken, was das für ein Whisky ist. Das ist die Nummer 65. 65.
Da, dann wollen wir mal gucken. 66 und jetzt kommt die 65. Ledeck 10 Jahre, 38 Euro. Ich habe 40 gesagt, 38 Euro. 10 Jahre, ich habe gesagt, ein bisschen jünger, aber nicht 10 Jahre, aber Ledeck. Jo, habe ich den hier irgendwo stehen? Ne, den habe ich da vorne stehen. Da gehe ich jetzt nicht raus. Schottland, Single Malt. 46,3%. Ich habe nur 40, aber das raucht schon ein bisschen schwierig. Torfrauch, malzige Noten, Datteln mit einem Hauch von Zitrone und reifen Früchten. Geschmack über den kräftigen Torfrauch entwickelt sich angenehme Noten von Karamell, Malz und Vanille. Ja, ich habe da eigentlich auch noch so ein bisschen beerige Sachen. Also ich. Naja, ich hätte jetzt gedacht, dass er irgendwie in Sherry oder so gelagert ist, aber das sehe ich hier nicht. Langanhalt, rauchig mit pfeffrigen Schärfe und maritimen Noten. Maritim, ja. Okay. So, Ledeck aus der Tobermory-Brennerei ist ein richtiger, rauchiger und komplexer Malt aus der Insel Islay stammen könnte. Ledeck bedeutet so viel wie sicherer Hafen. So, nicht kühl gefiltert, steht doch. Ja, Ledeck, 10 Jahre. Lecker Whisky. Hab heute es geschafft, den jetzt nicht direkt den Whisky, aber von der Preislage her und auch gemerkt, dass es also um die 10 Jahre ist oder 10 Jahre. Das ist gut gewesen. Ich bin mit mir zufrieden. Genau, ja. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch macht es natürlich auch Spaß und genießt das Whisky-Trinken in Maßen. Und ich wünsche euch natürlich gute Gesundheit. Ansonsten viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.